Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 7.18 Uhr. Thomas Christian auf dem Abflug von den Esslinger Höhen im Rahmen der Traumtour auf dem Weg zum Rhein hoch. Und ich habe schlecht geschlafen, aber dafür die Dinge, die zu sagen sind, weiter bewegt. Bitte alle Teile von vorne an sollten bekannt sein. In einer Zukunft, die mir vorschwebt, wird es neben dem ganzen riesigen Angebot an Schattenjagden, an inneren und die inneren Persönlichkeiten, genau, das ist ein gutes Stichwort, komme ich auch nochmal drauf zu sprechen, werden wir Seminare beginnen, klein und dann immer wachsend, die eine etwas andere Beleuchtung des Menschseins vornehmen. Stürze ich mich mal mitten hinein. Eine Überschrift ist die Frage, wer ist denn eigentlich heute für wen zuständig? Wir hatten ein sehr schönes Beispiel, da läuft ein junges Mädel rum. Der Kerl in mir sieht sie aus dem Augenwinkel und sagt sich sofort, die ist fällig. Der Kerl in mir, wohlgemerkt. Wir sind ja alle zivilisiert und wir sind auch nicht so borniert zu glauben, also das ist der heutige Neusprech, das sei ja alles dann auf Aggression zurückzuführen, wenn ein Mann dann sowas empfindet, also in mir, der Kerl, wenn der auf die Geschlechtsmerkmale eines insbesondere erblühenden jungen Weibes, 16 Jahre alt, wohlgerundete Pobacken, vielleicht ein bisschen zu sehr, da bis zur Hälfte liegt da noch so ein hauchdünner Stoff irgendwie drüber, oben auch üppig, Haare lang. Das sind die Urmerkmale. Mehr braucht es eigentlich gar nicht, um zu wissen, da ist jetzt sofort eine Jagd angesagt. Der andere in mir sagt natürlich gleich, der Ritter sagt, hey, stopp und so, das machen wir alles nicht. Okay, es passiert nichts nach außen, aber genau wie ich oder jemand in mir, wir müssen das ja nicht jedes Mal so betonen oder so auseinandernehmen. Es ist ja, wird ja gewusst dann, was gemeint ist. Geht es auch ganz vielen anderen Mannsbildern. Der Vater dieses Kindes, dieses jungen Mädchens, der hat sie schon ein Jahr zuvor, schon mit, jetzt ist sie 16, schon mit 14 entdeckte er sie am Waldesrand oder irgendwo im Gebüsch mit ein, zwei anderen Männern, vielleicht auch mehr. Kann man sich ungefähr vorstellen, was da abgeht von dem Kichern des jungen Mädchens, das unglaublich angezogen ist wie eine Motte vom Licht, also auf ihrer Stufe, von der Männlichkeit, von diesem sehr kalten, sicherlich auch zielgerichteten Anbaggern. Also in aller Regel lässt man da erstmal die Finger bei sich, sondern tastet sich davor. Und ich habe ja schon mal über die Dorfschlampe gesprochen. Eine junge Frau wird schneller zur Dorfschlampe, als irgendwer einschreiten kann. Das ist also schon seit mindestens 2 Jahren im Gange, dass da es droht, dass sie von irgendwem geschwängert nach Hause kommt. Natürlich alles, was ich schon gesagt habe, dass der Avatar schädlichste Konditionierung verpasst bekommt, dass die Weiblichkeit verletzt wird, zerstört wird für ein ganzes Leben, also dass ein immenser Schaden angerichtet wird für diesen Menschen. Die Gefahr stand im Grunde nicht nur vor des Vaters Augen, sofern er das überhaupt begriffen hat, sondern vor den Augen auch der Gemeinschaft drumherum. Zig Leute, da war auch der Bäckersladen, wir haben das so thematisiert, mit wechselnder Kundschaft und jeder wirft einen Blick drauf und natürlich sind mit Sicherheit 20, 30, 40 Leute bestens im Bilde, dass da eigentlich ein Schiff droht, auf die Klippen zuzusteuern. Da gab es auch eine Scheidung und so weiter. Also man weiß, es sind zerrüttete Verhältnisse. Jetzt frage bitte dich, mein lieber Mitmensch, wer ist denn eigentlich dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass dieses Schiff nicht die Klippen hinunterrattert? Zweite Frage, was wäre zu tun?
Wenn du dich an das letzte Video erinnerst, so war dort angesprochen, dass wir im Rückblick, ich habe das glaube ich nicht explizit gesagt, aber machen wir es jetzt, dass wir im Rückblick, verzeih mir, da wo der Mann insbesondere von Zufällen spricht und die Frau bedeutungsvoll schwärmt, ohne es jemals zu differenzieren, von irgendwie bedeutsamen Fügungen, von das war ja nun kein Zufall, nicht wahr? Huhuhu, ja wie genau? Worauf beziehst du das? Was genau meinst du? Da können wir heute im Rückblick sagen, das ist kein Zufall idealerweise, was uns geschieht, wenn das Leben nicht völlig aus der Bahn war, sondern das, was du heute geworden bist, insbesondere wenn du dich nach all den Wendungen, auch durchaus Schmerzen, also ich war auch im Waisenhaus, ich wurde geschlagen, ich hatte Unfälle. Meine Kindheit war ziemlich dramatisch, aber dass ich heute hier sitze, empfinde ich jetzt nicht als Geisteskrankheit, sicherlich manche Zeitgenossen schon, dass der ja, mit dem ist ja völlig etwas falsch gelaufen, aber für mich persönlich, verzeih es irgendwie, es hängt auch mit diesem Berg zusammen. Ich merke, dass das alles irgendwie so ein bisschen rumschleimt und irgendwie mir die Stimme belegt, weil mir geht es nämlich wie dem Hausherrn auch. Interessant. Habe ich sonst gar nicht. Im Rückblick erkennen wir, dass da doch eine weise Fügung eingreift oder sagen wir, es hat sich richtig und weise gefügt. Alles war irgendwie nötig, so wie auch alle Arbeitsgänge beim Backen eines guten Roggenbrotes nötig sind. Es ist ein sehr aufwendiger Prozess, der auch sehr viele besondere Bedingungen, zum Beispiel Wärme oder wie lange es im Ofen auf der Temperaturstufe verbleibt, dann ganz kurz lüften, etwas Wasser drauf und dann aber nicht zu lange, dann wieder zumachen, wieder Temperatur rauf und runter und hin und her und Salz und hast nicht gesehen. Damit dieser auch der Avatar des Thomas Christian und damit der zubereitet worden ist, damit ich mich so als Bewohner dieses Avatars auch einlebe, dafür gab es dann Volkstanz und Loheland, alles, was ich gelernt habe. Es gab Rudolf Steiner, es gab verschiedenste Bedingungen, insbesondere auch die erstmal vielleicht von außen auch insbesondere als unangenehm empfundenen, auch sicherlich der Stock auf dem Hintern, habe ich damals nicht gejubelt, also in höchsten Tönen schon, aber nicht in solchen gejubelt. Aber alles war irgendwie nötig, um die Bedingungen zu schaffen, so dass ich heute vor euch sitze. Ich könnte ja zum Beispiel nicht in diese Frage aufwerfen, wer ist denn eigentlich für irgendjemanden zuständig, wenn ich sie mir nicht selbst auf einer tiefen Ebene schon sehr früh als Kind gestellt hätte, wer wäre denn eigentlich dafür zuständig, mir dieses Leid zu ersparen? Warum kann da eine in unserem Bungalow, den wir damals hatten, alles von außen her wunderbar, geordnete Verhältnisse und Geld war da, wieso kann denn da eigentlich der Stock so fröhlich tanzen, die Reitpeitsche klatschen und die beringten Hände da ihren Tanz auf meinem Gesicht vollführen? Wieso ist das eigentlich möglich hinter verschlossenen Türen, wie so vieles hinter verschlossenen Türen heute geschieht? Siehe auch Corona, die häusliche Gewalt, ja mei, das war halt so, gell? Wer ist denn eigentlich zuständig, diese Frage konnte und durfte ich mir aus eigenem Erleben schon ganz früh stellen. Und ich durfte auch lernen, so darauf zu blicken, dass das Durchleben solcher Umstände nötig ist, um dann eines Tages, um für sich die Frage aufzuwerfen, was ich schon vor relativ langer Zeit getan habe, um sich dann mit Hilfe von Lektüre, wo wieder ganz, ganz viele andere Menschen, wo ihnen zu danken ist, dass sie das in die Welt brachten, dass es dann durch Buchverlage an mich herankam oder durch Büchereien, das Buch Lädchen in Loheland und so weiter und so fort, die all die vielen Menschen in den verschiedensten Funktionen letztlich an diesem ganz großen, komplexen, vier-, fünfdimensionalen Schauspiel mitarbeiten, so dass ich heute darüber zu euch sprechen kann, dass ich Gedanken entwickeln konnte, die auch noch reiften in mir. Es ist alles eigentlich sehr komplex. Wir gehen über unser Leben hinweg, erinnern uns auch nicht mehr, halten selten Rückschau, was Rudolf Steiner empfohlen hat. Und deshalb entgeht uns die Komplexität der Dinge oder auch die Frage, fühle ich mich denn jetzt so, wie ich bin, mit dem, was ich auch zu geben habe, vielleicht auch mal die anderen Fragen, fühle ich mich denn jetzt eigentlich zu etwas geworden, das eigentlich so schon in Ordnung ist, das vielleicht sogar Großartiges sagt dann das Umfeld, also wie bei mir,
Also das ist der Wahnsinn, was du alles hier so im Sekundentakt eigentlich raushaust. Das könnte ich alles nicht, wenn diese vielen Bedingtheiten nicht gewesen wären, wenn es nicht so gegeben wäre. Aber trotz alledem sind dort auch sehr viele Notmaßnahmen nötig geworden, wenn wir das Ganze jetzt einmal von einer höheren Sicht betrachten, also wir auf dem Holodeck hier unten und von dort oben, wo dann bestimmt auch wie in einer Leitstelle, ich war ja auch im Rettungsdienst gewesen und weiß, wie das hinter den Kulissen funktioniert, wo dann, wenn da zum Beispiel jetzt irgendein Helfertrupp ist, nicht zu aktivieren, die schlafen gerade, die Pieper sind aus, es passieren gleich 10 Unfälle im Landkreis gleichzeitig, dann muss auf einmal, wird ganz schön Aktivität entfaltet, um Reserveeinheiten zu mobilisieren oder noch auf ganz andere Ideen zu kommen. Im Krankenhaus, private Arztpraxen, häufig sind Dinge vorbereitet, schon als Protokolle, die kann man abarbeiten, häufig aber auch muss improvisiert werden, um jetzt auf diese Lage zu reagieren. Und wir, gerade die Frauenmenschen, das ist ja die Empfindung, mit der sie darauf reagieren, das sind alles wunderbare Fügungen, häufig auch einseitig, wird auch nicht überlegt, was denn auf dieser oberen Leitstelle da, die auch unsere eigene Leitstelle ist, wer denn da eigentlich was macht, welche Ausbildung die brauchen, wie grandios sie das machen, also man mischt sich da gar nicht ein, die werden das schon wissen. So ein bisschen eine Haltung, die wir heute gegenüber den Politikern haben, die haben wir doch gewählt, jetzt muss der ganze Laden laufen, naja gut. Da wird noch das männlich-weibliche noch mal genau ins Auge zu fassen sein, auch mit heftiger Kritik, als die es die Einzelnen empfinden werden, die aber nötig ist, um auf diese eigene, eigentümliche Haltung deutlichst hinzuweisen, die uns im Wege steht, insbesondere bei der Verständigung der Geschlechter, die auch Voraussetzung ist, um die Gesellschaft der Zukunft zu gestalten. Wenn da jeder so in seiner Eigenheit drin bleibt, die ich geschildert habe, sie in diesem, oh, das ist aber ganz bedeutsam, oh, das ist kein Zufall. Aber wenn du nach dem Wie und Wo und Was fragst und nach Holodeck und Leitstelle, all dem, was ich hier gerade ausführe, dann ist da überhaupt kein einziger Gedanke zu fassen. Und auf der anderen Seite das kalte, nüchterne, so ich bin, selbst ist der Mann, nein und alles andere, wenn da der Thomas dem Sohn so begegnet, ist das ja alles nur Zufall. Und das würde quasi die Ehre des Urmannes ja beschädigen, wenn da jemand käme mit seinen Mitteln, ihm helfend, letztlich auch aus sich etwas zu machen, dass das gewissermaßen nur in dieser ganz speziellen Konstellation gewinnt. Oder dass man sogar, das war damals eine Begegnung, Bessie Ossi, auch so eine tiefe Ebene habe ich immer gemerkt, dass die dabei war, das kam auch später deutlich raus, dass da gar zwischen dem, den man jetzt irgendwie so mehr oder weniger widerwillig lieb gewinnt, diesen anderen komischen Wessi, wo man auch dann Züge entdeckt bei diesem Wessi, den man gar nicht mag, oder jemand in einem, die er gar nicht mag, seine Reptilebene, dass man mit dem sogar vorgeburtlich Verabredung getroffen haben sollte. Nein, das geht ja gar nicht. Okay. Es sind also, wenn wir auf unser Leben lernen, zurückzublicken in dem Versuch, dass das alles schon so war, dann kommen wir auch dazu, dass es möglicherweise fehlgeleitete Dinge gibt. Also eigentlich war, das ist ja mit allen Plänen so, das weiß jeder, der mal irgendein Projekt gemacht hat, es läuft immer irgendwas schief. Das musst du sogar einkalkulieren, auch dass die Sache dreimal so lange dauert, wie du dir gedacht hast, selbst mit Spielraum da drin. Und das weiß man natürlich auch auf den höheren Ebenen. Und jetzt sollte eigentlich der Thomas, meinetwegen, der sollte vielleicht einen anderen Vater erhalten. Das ging aber nicht anders, also wurde dieser Vater als Ersatz genommen. Und es zeigt sich auch im Leben, dass dieser Vater, den ich jetzt da habe, dass der halt eigentlich gar nichts mit mir anzufangen weiß. Da waren immer so kleine Vatergefühle irgendwie da, aber auch so vermischt mit, was bin ich nicht für ein Held, dass ich mein ohnmächtig mit geborstenem Schädel auf dem Boden liegenden Halbjährigen, dass ich den dann durch das Schneegestöber in das Krankenhaus schaffe. Das ist ja eine Heldentat sondergleichen. Mein Gott, das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber nein, er empfindet das eben so, zeigt mir, dass da irgendwie offenbar, da ich nicht zum richtigen, das Päckchen quasi nicht zum richtigen Adressaten kam, oder umgekehrt, es eigentlich ein anderer Vater vorgesehen war,
Nun, dann wird das Leben eben so gestaltet, dass ich später diesem Vater begegnen kann, wenn es irgendwie geht. Man hat ja ungefähr 30 Milliarden Bedingtheiten zu bedenken bei jedem einzelnen Menschen. Denn dieser Vater, der ist ja nun anderen auch wieder verpflichtet, die anderen verpflichtet sind, das alles unter einen Hut zu kriegen. Ich sagte es im letzten Spiel, dafür bräuchte das gewaltigste Rechenleistung, die aber in einem so weisen Bauchgeflecht oder in einer wahren Kooperation aus Engeln mit ihren Möglichkeiten, die ihr ganze Leben überblicken, das haben sie einfach erworben, dieses Vermögen, wobei wir ja auch, da sind wir auch dabei, das zu tun, dass man Reservepläne, also Ersatzpläne und so weiter, dass man irgendwie vielleicht auch nur in Ansätzen andeutend immerhin dem Thomas Christian Niebel dann das gibt, was er dann braucht, um unter diesen Bedingtheiten dieser Avatar, den konnte er abbekommen. Der war schon, was die Zahngesundheit anbelangt, war er schon geschädigt und hatte gewisse durchtatende Vorfahren, hatte der schon gewisse Macken, okay, kann man nicht anders machen. Es sind sogar Familienflüche da, gut, aber dieses Modell war nun einmal vorhanden. Ich bin damit soweit ganz zufrieden. Und da muss er jetzt erstmal dann da rein und da muss er dann gucken, dass er mit den Bedingtheiten, also eine alkoholisierte Mutter, wo es auch wiederum dann Gründe gibt, warum und wieso und hat sie eine Niere verloren und Selbstmorde und dies und jenes und die Zeitumstände, dass dann die Großvatergeneration kriegsgeschädigt ist und unter diesen ganzen unglaublich komplexen Bedingtheiten und Vorbedingungen muss irgendwie geschaut werden, dass trotzdem der Thomas Christian Niebel oder du, mein lieber Mitmensch, das Seine bekommt, das er braucht, damit er was tun kann. Und da wissen die Frauen in aller Regel gar nichts zu sagen. Die Männer sprechen vielleicht von Erfolg haben. Ich spreche davon, aus beiden Welten was bedienen, aber vor allen Dingen seine Sterne vom Himmel holen. Kurze Pause. Denn heute funktioniert es so, in einer langen, langen Vorbereitung, immer die Stufenleiter hinauf, dass Menschen heraufgeholt worden sind aus dem einfachen Volk, sie haben auch die Sippe verlassen, wurden an den Hof des Königs oder in den Kreis des Clansfürsten berufen und dort lernten sie stufenweise Verantwortung zu tragen und zu jemandem zu werden, der dann in der Lage ist, erst über das Gehorsam zum Obersten, dann durch Abschied von den Kameraden, also stemmen, also diese Liebe in sich auch bekämpfen, dass ich letztlich aus Liebe zu den Kameraden für sie auch lüge, indem ich sage, ja, egal, ich habe jetzt langsam erkenne ich, etwas anderes wäre richtig, eigentlich sogar der andere Clan. Ich lerne ihn sogar verstehen und sein Anliegen, aber nein, ich bin ja durch Schicksalsbande auf Gedeih und Verderb an die meinen gebunden. Dieses Prinzip wurde nach und nach durchschaut. Das lernen wir als Kind, habe ich gesagt, machen wir das noch einmal durch in diesen Jugendbanden, in den verschiedensten wechselnden Koalitionen, Waffenstillständen und so weiter. Du erinnerst dich an die Passage mit Lyra aus dem Goldenen Kompass. Das haben wir also im Lauf des Werdens oft genug durchgemacht, sodass sich uns das einverleibt hat. Wir können jetzt eigentlich, weil wir uns so selbstständig in die Welt gestellt haben, irgendwann auch dem König selber widersprochen haben. Wir wurden vogelfrei, wir wurden dann in dem Sinne wahre der Krieger, Poet, die herrenlosen Samurai, also das war am Anfang eine Schande. Wir haben dann gelernt, es ist wunderbar, weil jetzt kann ich meine eigene Kriegskunst entwickeln. Wir haben genügend Vorbilder, die sich dann gegen die herrschenden Systeme wendeten, die es auch sein mussten, weil je weiter wir zurückgehen, wie auch in der Volksschule, desto einfacher, grober und grundlegender, schematischer war der Unterricht auch für die gesamte Menschheit. Und eine solche Ermächtigung, eine Selbstermächtigung mit der Befähigung, selber mit den Göttern zu sprechen oder auch auf der anderen Seite nicht mehr auf Gedeih und Verderb dem ausgeliefert zu sein, was die Sippe immer schon auf die oder jene Art gemacht hat, sondern mit allen Menschenkindern klarzukommen dort, wo sie nun leben, auch diese innere Freiheit von ja auch Blutsbanden, von alten Sitten und Gebräuchen. Das muss mir nicht mehr vorgeschrieben werden, was ich zu essen habe, weil ich nur ein Einsichtsvermögen habe, auch durchaus jetzt mit den vegetativ wie Pflanze. Dann wusste ich, hatte ich selber ein gärtnerisches Verhältnis zur Pflanzenwelt,
sodass ich wusste, welches Kräutlein mir an diesem Ort gut tut. Ja, ich habe sogar erlebt, dass, wenn ich das Gespräch mit den Pflanzen beginne, dass sie dann dort, wie wir heute wissen, ein Dank an Anastasia, die dieses Wissen auch wieder gebracht hat, ich glaube aber auch Sepp Holzer über die Permakultur, dass die Pflänzlein sogar tatsächlich mitwandern. Und solchermaßen emanzipiert in dem unteren Pol, am Volkspol, und auf sich selbst gestellt, selbst ermächtigt, also emanzipiert hier, ermächtigt dort, sind wir heute, tragen wir in uns das Erbe einer solchen Vergangenheit, sodass wir selber in der Lage wären, uns unsere Menschengemeinschaften und Heimaten selber zu wählen und auf der anderen Seite, also mit der großen Mutter zu sprechen direkt und auf der anderen Seite direkt mit den Göttern zu sprechen in freier Erkenntnis, die nicht mehr an irgendein Glaubensbekenntnis gebunden ist, sondern nur noch geleitet wird durch das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist der Wahrheit. So stehen wir nun in der Welt und jetzt muss ich den Faden genau, blicken wir auf unser Leben zurück. Und genau, und es ist heute eben so, dass weil wir schon in uns veranlagt haben, wie in der Raupe, dann schon der Schmetterling irgendwie zumindest als Idee veranlagt ist, dann muss der sich verpuppen und dann muss er so und so viele Tage da sein. Dann braucht der Schmetterling aber auch den Widerstand der Hülle, er darf nicht einfach rausgezerrt werden. Also auch da sind Entwicklungsbedingungen da. Maria Sophie hat das so schön ausgeführt im Video in Orveto, dass wir auch sogar den Widerstand brauchen. Wir müssen gepresst werden im Geburtskanal, wirklich so klein gemacht werden. Da ist ja auch die Haltung am Anfang so da, um uns dann machtvoll überhaupt entfalten zu können. Das geht bis in physiologische Vorgänge ist das nachweisbar, dass es so ist, dass deine Schmetterling erstmal auch dann Wasser in seine Flügel pumpen muss und so weiter. Also keine Entfaltung ohne vorherige Einfaltung. Keine Auswicklung ohne vorherige Einwicklung. Das sind einfach Gesetze dieses Daseins. Und wir tragen also, eingefaltet tragen wir das Frei- oder Frau-Herren, Frei-Frauen, Frei-Herren, Dasein, du siehst, ne, ich bin gendergerecht, ich differenziere wunderbar und sage nicht Frau, Herr, innen Dasein. Es muss einfach in dem Moment so klar sein, aber ein hochstehendes Gemüt, würde ich heute sagen, ein hochstehender Geist, ermächtigt auf der einen, emanzipiert auf der anderen. Das ist das Anlage in uns als Möglichkeit. Doch um dahin zu kommen, braucht es, wie gesagt, ganz, ganz viele Zutaten, ganz viele Bedingtheiten und man versucht. Und es ist heute eben nicht mehr richtig, dass wir eine, zumindest ausgehend von Mitteleuropa, was werden wollte mit der sozialen Dreigliederung, was im Ersten Weltkrieg leider denen da oben nicht beizubringen war. Deshalb haben sie uns in die Katastrophe geführt. Deshalb haben die Alliierten so reagiert. Ich habe das alles angedeutet. Der Gedanke ist interessant, was für ein flüchtiges Wild so ein Gedanke ist. Ein kleines flüchtiges Schemen, du musst ihn wieder greifen. Aber ich habe ihn Zopf, genau. Es ist heute nicht mehr richtig, dass es nur noch von oben ein Dreieck gibt mit dem König an der Spitze und unten vielleicht noch so ein ganz abgeflachtes Dreieck seit der industriellen Revolution, wo die ganzen Sitten, Gebräuche, Traditionen ausgelöscht worden sind, die Leute verpflanzt worden sind, entheimatet worden sind, ist das untere Dreieck, was da aus der Mutterwelt kam, aus urfernen Zeiten, wo ein etwas Gutes, wir putzen hier die Zähne, also was später dann zur wissenschaftlichen Erkenntnis geworden ist, ja klar, weil wir haben da so und so Karies, bla bla bla. Also das war ein guter alter Brauch, wir putzen uns hier immer die Zähne und zwar am Veitstag oder wann auch immer oder morgens, abends etc. Das waren ja Bräuche früher, bei uns macht man das einfach so, du musst es nicht verstehen. Das wurde also auch, ging auch langsam über in diese andere Sphäre, aber das Dreieck oben ist die Angela Merkel, unten sind die ganzen dummen Idioten, die sie dann abstrampeln, um die Karriereleiter hinaufzukommen. Dieses Prinzip ist seit über 100 Jahren in mitteleuropäischen Landen, eigentlich schon seit 200 Jahren, ziemlich genau sogar, ist dieses Prinzip obsolet. Es darf so nicht mehr sein, weil wir in uns diese hochstehenden Gemüter tragen und die sollen sich endlich entfalten dürfen als Beispiel, als leuchtendes Beispiel für alle Völker dieser Welt, alle Seelen, die sich inkarnieren, weil sie dann dort in ihren Landen das dann aufgreifen könnten. Es könnte von hier exportiert werden in Seminaren, wie man sich denn so neu in die Welt stellt. Und weil es nicht mehr so sein darf,
Muss jetzt eben jeder, der eine holt, sagen wir mal vornehmlich der Mann, auch heute noch seine Sterne vom Himmel. Das sind auch neue Erkenntnisse, zum Beispiel über Kymatik und freie Energie und so weiter. Es gibt ganz viele tolle Forschungsgebiete, die aber natürlich weitestgehend unterdrückt werden. Da müsste es heruntergeholt werden. Auf der einen Seite kann aus dem Schatzkammer des Mutterschoßes könnten und müssten inzwischen da uralte Bräuche und Melodien aus Afrika, das ist die ganze Weltmusik, die ganzen Tänze, könnten geschöpft werden, so dass wir dann vor Ort, genau das fließt mir jetzt gerade zu, dass wir vor Ort in einer gewissen Menschengemeinschaft dann aus dem, was geworden ist, dann mannigfaltigsten Tänzen, Liedern, Arten, Dinge zu flechten, zu weben, die ganzen Kunstformen oder wie, welche Ideen man hatte, um zum Beispiel mit Kindern umzugehen. Die einen wurden dann da oben getragen, die anderen hier, die anderen wurden gepuckt, die anderen wurden, also es wurde ja unendlich viel, je nach den regionalen Gegebenheiten, wurde ganz viel entwickelt und den Menschen geschenkt, auf welche Arten und Weisen man sich da oben dem Geistigen, der geistigen Welt nähern kann und auch dem, den sich an die, also in die Mutter, in den mütterlichen Rahmen oder natürlichen Rahmen einfügen kann. Ich habe mir, um das auch mal, um die ganzen Therapien auch mal ganz kurz an der Stelle einzuflechten, weil die Dinge, es sind so viele wichtige Sachen, wie ich finde, es tut mir leid, immer noch belegt, dass auch ich mich schon in Lohland gefragt habe, jetzt lerne ich zwar diese Gymnastik, aber wie ist das denn jetzt eigentlich mit zum Beispiel Aikido? Ist das jetzt obsolet? Da ist mir damals, oder Judo, was ich jetzt aber damals aktiv gemacht hatte, und da ist mir damals in Lohland schon aufgefallen, dass das ja zum Beispiel einseitig weiblich geprägt war. Ich habe dann auch mit meinem männlichen Lust dann auch mal kräftig zuzupacken und in einen Kampf, eine Auseinandersetzung zu gehen, was für einen Mann unglaublich wohltuend ist. Es sei denn, er wurde ganz früh zum Heulen in etwas erzogen. Aua, aua, Mama, Mama, der Papa, der hat mich da und so weiter. Was, wie kannst du, sagt das Weib. Da muss der Mann sagen, Weib, schweig, stille, oder sie sollte einfach mal vorher erzogen worden sein. Wir kommen gleich auf das Mädchen, das seine wunderbaren Arschbacken da den rohen Kerlen zum Fraß hinhält, kommen wir noch zurück. Habe ich erstmal gemerkt, das ist eine wunderbare Entwicklung. Sie haben Neues in die Welt gebracht, aber natürlich auf der Grundlage zum Beispiel ihres Frauseins, auf der Grundlage der Reformpädagogik mit Rudolf Steiner, vielleicht auch andere Einflüsse aus Ungarn und hier und da, haben sie das Ihre in eine Form gegossen, aber es ist nun mal, habe ich dann auch nach und nach relativ schnell gemerkt und auch mir eingestehen müssen, es ist nicht die ultimative Bewegungsform, sondern, und deshalb habe ich es ja auch mir erlaubt, es umzuprägen für Dogym, wo es aber am Ende die Menschen sein werden, so sehr ich auch sage, es braucht in der heutigen Zeit, braucht es zum Beispiel etwas Methoden und ein Bewusstsein überhaupt für das Aufrechtsein, weil viele Menschen ja den Kopf vorgeschoben haben und das definitiv seelische Auswirkungen hat. Aber auf der anderen Seite muss ich erkennen, dass ja, weil jeder nun, du erinnerst dich, was ich gerade weitlich ausgeführt habe, in seine Bedingungen, auch in seine fehlerhaften Voraussetzungen hineinkommt, braucht er möglicherweise der eine etwas, was im Aikido vorhanden ist, gar nicht Aikido als System. Der andere braucht etwas, was zum Beispiel im Eskrima, im philippinischen Stockkampf vorhanden ist. Der eine braucht eine Inuit-Kunst, wenn wir jetzt nur mal auf der Ebene der Kampfkünste bleiben oder der Systeme, die sind auch immer mit Meditation, mit Selbstfindung verbunden gewesen. Der eine braucht mehr Tai Chi, weil er dann über das, ich könnte den ganzen Tag darüber reden, wie letztlich die ganze Bandbreite an zum Beispiel Kampfkünsten, an Gesangesarten, an Malarten. Ich habe diese Interessenbörse gemacht, von der habe ich schon einen gewissen Überblick, wie fantastisch groß und weit dieses Feld ist an Methoden, die heute natürlich alle mit Alleinherrschaftsanspruch in die Welt schwappen. Also wie groß dieser Fächer ist, so groß mindestens wie die ganzen Pantone-Farben, die da so heute ein Innenarchitekt zur Verfügung hat, um sich dort aus diesen Systemen das Seine herauszuholen. Denn häufig geht es darum, dass man auch
nur etwas herauspickt mit einer gewissen inneren Weisheit, nennen wir sie einfach mal so auf die weibliche Art, das ist eine innere Weisheit, da würde der Mann schon sagen, ja, das sind die Vorfahren, die sprechen, das ist ein Engel, der mitwirkt, der Zeitgeist und viele, viele andere Wesen, vielleicht auch Tiergeister und so weiter, die dich lenken und leiten, damit du dann dort zu dem Lehrer findest, in der Stadt, zu der Methode, die glücklicherweise zum Beispiel wie das Sufi-Zentrum da unten bei Zürich, wie es dann dort in die Nähe des Gotteswinkels kommen konnte, wo der Nikolaus von Flü bekannt ist. Und dort steht ein Hotel auf dem Berg und dort sind heute die Sufis beheimatet. Ja, siehe da. Der Sinn dieser ganzen Durchmischung ist nicht, dass wir einfach irgendwie Vielfalt haben, sondern dass jetzt heute die Schatzkammer der Menschheit aufgemacht wird, auf dass der Einzelne dort auch mit kurzen oder langen Besuchen sowohl zu den Menschen findet, den Individualitäten, die dort als Lehrer auftreten, als Schüler auftreten, aber auch zu der Weisheit, die in diesen Systemen enthalten ist, sich dort das Seine nimmt oder sie als Sprungbrett gebraucht, um von dort dann vielleicht nach hier und da und da und da und da zu kommen und in einer ähnlichen Rundreise, wie mein Leben war, zu all dem zu kommen im Schnelldurchgang, um mal sich in den Stand zu versetzen, in den er eigentlich sein wollte. Es ist Selbsttherapie, die aber nur möglich ist, wenn wir auch diese Methoden hier haben, wenn wir sie nicht als schädlich, das geht ja hier gar nicht, ich meine, solange die dort keine kleinen Kinder essen, ja, dort oben auf dem Hügel, können die von mir aus machen, was sie wollen. So, das ist die richtige Haltung heute in mitteleuropäischen Landen, in diesem Rechtsverständnis, das da ist, ja im Gegenteil, es als Bereicherung zu empfinden, wenn auch dort ne, das alles blühen darf. Was auch sehr wichtig ist, ist Thema, ich hole mir meine eigenen Sterne vom Himmel, auch kein Vaterstaat steht mehr da, der das irgendwie reglementiert und sagt, das ist richtig, das ist falsch, das ist fake und das ist richtig, sondern wenn er auch zulässt, dass es in diesem rechtlichen Rahmen keine kleinen Kinder essen und so weiter, dass auch da das alles blühen darf. Und wenn zudem gesagt wird, auch ein Verständnis den Menschen nahegebracht wird, so wie ich es gerade tue, als wahrscheinlich einer der ganz wenigen, wenn nicht der einzige überhaupt, der jetzt beginnt zu sagen, auf der Basis des freiheitlichen Geisteslebens, die Idee ist also schon seit 100 Jahren durch Rudolf Steiner in der Welt, konkreter gefasst, dämmerhaft gefasst in Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Fraternité, Egalité, Liberté bei den Franzosen vor heute schon 270 Jahren oder so oder 50. Dass das auch der Selbsttherapie dient, dass wir also auf diese Welt kommen, dass wir überhaupt verstehen, unser pädagogisches System, Verständnis, unser Selbstverständnis, das Verständnis von Vater und Mutter, von Mann und Frau, überhaupt einfach mal auf diesen Boden stellen, dass wir sagen, wir kommen in Avatare, die müssen entwickelt werden, stufenweise aktiviert, aber dabei gehen auch ganz viele Dinge schief. Und da muss die Möglichkeit sein, dass man dann den Thomas Christian oder dich zu dem Seinen kommen lässt. Und da ist ein ganz, ganz wichtiges Mittel, dass die Therapiemethoden aus allen Zeiten nun hier herüberkommen dürfen, insbesondere auch in diesem Kulturraum, auch von den Vorläufern wie Humboldt emsig gesammelt. Das ist ein Charakteristikum des deutschen Geistes, dass er das alles hierher holt und auch hier dann Übersetzungen vornimmt, so dass es auch den anderen Menschengeschwistern jetzt zugänglich ist, was in den verschiedensten Weltepochen und Weltgegenden entwickelt worden ist. Das darf dann wieder als wahres Exportgut auch hinausströmen. Die ganzen, wer war das denn, die ganzen Reklamhefte, wer war das, der das da gemacht hat? Der Herr da, der war einer dieser ganz Großen, der diese Idee in sich trug und dann auch verwirklicht hat, nicht nur einfach irgendwie einen Verlag zu machen, um damit Gewinn zu erwirtschaften, wie heute ja die Maxime ist, sondern um das gerade angedeutete wichtige Motiv zu erfüllen. Wenn wir also nun heute die Freifrauen und Freiherren, die wir sein sollen, wenn die nun begreifen, die gehen dann durch die ganzen Schulen des Lebens und die ganzen Therapieformen, machen mal das und mal das und dann renken sie ihren Avatar ein und gehen mal auch zur Osteopathie und nehmen auch mal Schüsslersalze und dann machen sie mal kurz eine Bachblütentherapie, um dann irgendwie vielleicht auch durch so eine innere Kindschulung zu gehen, weil es war vielleicht wirklich wichtig,
da mal kurz rumzuheulen, rumzuschreien, auch in die Urschreitherapie, weil das Zwerchfell zum Beispiel nicht ganz richtig entfaltet war, aber mit der Gesangstherapie, auch dann vielleicht anthroposophisch, das wird ja auch überoberheilig und ist das einzige Richtige, so wird das auch dort betrachtet. Nein, glaube ich nicht, weil das halt sich nicht ganz entfalten konnte, muss man also ganz kurz mal dorthin gehen und dann kann man es aber auch wieder sein lassen. Es wäre eigentlich eher, Berufe wären heute wichtig, die so viel Kenntnis haben von diesen einzelnen Methoden oder mit anderen wiederum im Rat sich zusammenfinden, die ihrerseits dann, dass dann die anderen Spektren kennen. Einer kann nicht alles kennen, sodass man dort in einem therapeutischen Rat zusammenfindet, um für den Einzelnen Ideen zu entwickeln. Und jetzt kommen wir gleich zu der jungen Frau, was die brauchen könnte. Dort ist das und das und das beheimatet. Okay, schauen wir mal hier. Um für dieses Individuum mit seinem Avatar, mit seinem ganz gewissen Griff zu Sternen, mit seinem ganz gewissen Findenwollen von Menschen, Gruppierungen, von Heimaten, um dort, um ihm die Möglichkeit zu geben, das zu finden, das vorzubereiten, zu erfüllen, zu ergänzen und eben Wege zu ebnen, um das jeweilige Sterne und Heimat zu finden, wie es eigentlich vorgeburtlich vorgesehen war. Ich erinnere noch einmal nach einer kurzen Pause. Wir finden heute wieder, ich habe das jetzt immer oft oder oft genug, bitte erinnere dich, als Klassenzimmer beschrieben, so wie der Lehrer mit dem gesamten Schulkollegium alles so gestaltet, idealerweise. Heute dann wahrscheinlich oftmals dann Bürokraten an Montessori-Schulen sind es aber die Eltern und die Lehrer selbst, die das Schulgebäude, das ganze Gelände, die ganze wie lang die Unterrichtseinheiten sind, die Pausen, ob es in der Pause Getränke gibt und Essen und ja und nein, die das alles so gestalten, dass sie den Eindruck haben, dass es für die Kinder recht ist. Und als Kind findest du, genau wie wir in der Menschheit, in den verschiedenen Zeiten, in denen wir gelebt haben, zum Beispiel in Mitteleuropa, in diesen wunderbaren Städten oder auch ganz anders gemacht, mehr größer, mehr Mandala-artig, rituell in diesen Ländern, also in asiatischen Ländern, finden wir ganz gewisse Strukturen vor. Also wir in der Schule haben wir sie auch gesellschaftlich vorgefunden. Und wir wurden jetzt ja, zumindest für jene, die Rudolf Steiner nicht kennen oder auch diese Gedanken nicht weitergesponnen haben, dazu bin ich ja nun hier unterwegs, um das zu tun, die das nie hinterfragt haben. Die würden aber erst einmal sagen, ja, in meiner Gesellschaft, da gibt es, was gibt es denn da eigentlich? Ja, da gibt es irgendwie jemand an der Spitze, irgendwie dann so eine, irgendwelche Räte, Moment, wie ist das denn überhaupt? Das muss man dann lernen, mal studieren, so wie es zum Beispiel heute heute ist ja nochmal durch die EU nochmal ganz anders, aber sagen wir, zu der Zeit, als ich in der Schule war, bei uns ist das so und damit Bundesrat und Bundestag, habe ich schon erwähnt, und da gibt es dann auf Landesebene und Gemeindes und dann vielleicht Bundeslandebene bis runter, dann also Landes-, Bundeslandebene und auf die Gemeindeebene und da gibt es dann die und die Verabredungen und die Übermittlerfunktionen und so weiter und so fort und so funktioniert das System. Das erleben wir eigentlich als irgendwie Gott gegeben. Das ist jetzt halt nun mal so. Und dann wird dir gesagt, na, wenn du das verändern willst, ja, dann eigentlich begib dich in dieses System und versuch einmal hier an einem Schräubchen zu drehen. Aber die Schrauben und die Schraubenzieher sozusagen sind dir auch vorgegeben. Das gesamte System zu hinterfragen, das ist in aller Regel nicht erlaubt, weil das ja dann verfassungsfeindlich wäre. So fragen wir uns auch nicht, wozu die Institutionen da sind, also so wie man beim Organismus natürlich als Arzt oder Heiler weiß, na klar, die Leber, die macht das und die Milz das und die Niere das ist irgendwie schon ein sinnvolles Ganzes und man kann dann erkennen, dass diese Tätigkeit nicht nur gebraucht wird, sondern man sagt, ja gut, liebe Leber, mach mal deinen Job weiter, bitte nicht zu viel Alkohol trinken, weil wenn die Leber das nicht mehr machen kann, dann bist du gelb und so weiter und so fort, aber inwieweit die ganzen Einrichtungen, die wir haben, sinnvoll sind, worauf sie sich beziehen, was überhaupt zu tun ist, das überlegen wir uns nicht. Wir sind halt wie so ein Rind, das habe ich in Leipzig erlebt, als dann diese Demonstrationen damals mit Pegida begannen, die auch staatlich alle gelenkt waren, die Beteiligung des BND, die wurden ja dann auch offensichtlich.
Und dann bekamen dann die, wir wurden, also ich, dann fand ich mich dann zufälligerweise auch bei den Demonstranten wieder. Ich wollte gar nicht, ich wohnte in der Nähe, wollte irgendwo hingehen. Plötzlich war ich in einem Korridor und dann merkte ich, dass ich wie so eine blökende Hände so an der Shiloh Ranch, dass wir da irgendwie so durchgelotst wurden durch die ganze Stadt. Und die Polizisten hatten das alles so schön aufgestellt, dass sie dann gesagt haben, wenn du demonstrieren willst, bitte hier rein, da kannst du schön blöken, Plakate schwingen, da hinten kommst du wieder raus und dann halt die Fresse, ja, so. Also von wegen, wir rollen mal die Stadt auf, nee, es wird dir sogar deine Demonstrationsgasse zugewiesen. Und so ist das ja mit allem, wenn du wählen willst, bitte alle 4 Jahre, bitte da hinten, bitte das Kreuz machen und so weiter. Schon alles schön vorgegeben, du musst nicht nachdenken, vor allen Dingen nicht, was denn überhaupt in einem einzelnen Menschenleben, also in deinem Ich, einem Ich-Pol, damit du deine Sterne greifen kannst, was dafür nötig ist, oder auf der anderen Seite, damit du mit den Leuten, die da irgendwie um dich herum sind, irgendwie auch klarkommst, irgendwie, du hast alles, es ist einfach ein vollkommen unbewusstes Ding. Und genauso verhalten sich die allermeisten Menschen. Dann kommen mal ein paar neue Ideen auf, von wegen so Reformgesellschaft, irgendwie auch dann 7 Linden hat sich gegründet. Wir machen alles neu, aber auch letztlich gibt es dort auch so ein paar Ideen, zum Beispiel Gemeinschaftsbildung, ich habe schon mal erwähnt, dann gibt es einen einzigen, der dann, der Scott Peck, der dann irgendwie rumgezogen ist und dann irgendwelche kommunistischen, ganz klar kommunistischen, einseitig weiblichen Urgemeinschaftsideen da irgendwie verbreitet hat, wo dann ich auch mal war und getestet habe. Was würdet ihr denn mit einem machen, der dann so irgendwie meint, dass nicht alle irgendwie ungeprüft ins Ausland, vom Ausland hier hereinströmen dürfen? Einfach jeder mag, jeder darf da halt strömen und dann machen und tun, was er will. Dann wurde sofort gesagt, ich habe nur gesagt, was würdet ihr machen mit einem der, ne? Da wurde sofort gesagt, oh, raus! Da wurden sofort die Mistgabeln gezückt. Also wir sind tolerant, aber gegen die sind wir nicht tolerant. Da war mir auch ganz klar, was für ein Geschwurbel, mit was wir es da zu tun haben. Auf jeden Fall finden wir uns halt in so einem Getriebe wieder. Auch schon damals, wie es war dann, was haben wir hier zum Beispiel neulich gehabt? In einer Gemeinde, vielleicht ländlich, wo die Frauen dann häufig auch noch so mit diesem warmen Gefühl sagen, ach nein, hier ist alles noch so wunderbar ursprünglich, alt und ursprünglich heißt irgendwie noch so mit der großen Mutter verbunden, wird ja weiter nicht begrifflich gefasst, wird auch nicht hinterfragt. Die Idee zum Beispiel, die von Rudolf Steiner ja auch in die Welt gebracht worden ist, in dieser Evolution der Menschheit greift nicht nur Wesen und Weise, Eingeweihte und so weiter ein, sie gestalte nicht nur um, weil es sein muss, von der Raupe zum Schmetterling, sondern es gibt natürlich auch immer wieder Degenerationsphasen. Also das kann sich die Frau natürlich erst dann klar machen, dass möglicherweise das, was sie so aus dem Bauch heraus irgendwie als ursprünglich empfindet, weil es so schöne Bräuche da gibt, ach, und wie die jungen Burschen da nicht schön angezogen sind mit ihren Lederwämsen oder was auch immer, Hüten, ach, das ist so schön und so, dass das vielleicht auch schon alles degeneriert ist, das bringt sie sich nicht, kann sich erst zu Bewusstsein bringen, wenn sie anfängt, Begriffe zu fassen, Fragen zu stellen. Da ist heute ganz viel zu tun. Aber man kann immerhin noch letzte Bräuche finden. Es weiß keiner, kein Mensch mehr weiß noch wirklich, warum diese Maibaum aufgerichtet worden sind, dass wir da irgendwie ein phallisches Prinzip haben. Ich habe neulich das Wort nicht gefunden. Es ist Shiva Lingam. Ein heiliges Symbol, also nicht nur ein Penis, sondern irgendwie das errichtende, weltenkosmische, errichtende Gesetzform und Richtung gebende Prinzip der Shiva Lingam. Und dass da dann irgendwie da dieser, ne, dieses gestört, dieses Ding da sich da drüber stülpt. Ja, man könnte sagen, eine Vagina, vielleicht aber auch das aufnehmende, empfangene Prinzip. Alleine das zu verbalisieren wäre für viele Frauenmenschen sehr, sehr wichtig. Auf jeden Fall, er wird immer noch aufgerichtet, ist auch so schön, so ein Treiben beginnt da, das mögen die Frauenmenschen besonders sehr. Und da kam es durch Corona, kam es jetzt dazu, dass ein Verbot erging, diese Maibäume aufzurichten, weil die Menschen durften sich ja nicht mehr versammeln. Okay, da lagen die Maibäume teilweise dann vorbereitet irgendwo rum und plötzlich kam, so hat das mir jemand berichtet, kamen dann irgendwie junge Männer, die klopften da, guten Tag, und hier, schauen Sie mal, hier haben Sie Brennholz. Die sind nämlich ausgezogen, haben mit der Motorsäge, haben den Maibaum immerhin klein gemacht, schön in handliche Scheite, und haben sie bei den Leuten, die sogar noch an der Wand aufgestapelt. Habe ich gesagt, wir hatten das veranlasst. Eine Frage, die sich natürlich der Frauenmensch insbesondere auch nicht stellt, weil er auch nicht in Hierarchien denkt und dass da irgendjemand natürlich dann, man glaubt immer, das würde alles ganz spontan aus den Menschen entstehen, ein großer Irrglaube.
Ja, und das ist dann wahrscheinlich, wir haben es auch nicht genau herausfinden können, wahrscheinlich von Seiten der Freiwilligen Feuerwehr initiiert worden, die ihrerseits ein Erbe ist von Zünften und Gilden und so weiter. Und was waren diese, genau wie die Freiwillige Feuerwehr, als ein Überbleibsel, ein Übertrag in die moderne Zeit? Es war eine weisheitsvoll in diesem sozialen Organismus geschaffene Struktur, um Strukturen zu schaffen, um gewisse Dinge, die zu tun sind, zu tun, um dort auch ganz nebenbei den heranwachsenden Jugendlichen eine männliche Gemeinschaft zu geben, Aufgaben zu geben, etwas, woran sie sich dann auch messen können, wenn sie die Aufgabe bravourös erledigt haben, also selbstständig dann mal, ihr dürft das machen, dann wurde auch gefeiert, Geselligkeit, es waren ganz verschiedenste Elemente, waren in dem drin, was wir dann Freiwillige Feuerwehr nennen oder früher die Gilden, Zünfte etc., war also ganz kunstvoll sehr vieles hineingewoben worden, unter anderem, dass jemand ein Auge auf die Gemeinschaft hat bezüglich zum Beispiel, was geschieht, wenn der Maibaum da nicht aufgerichtet werden kann, weil man auch damals noch wusste, das ist ein Sakrileg. Es darf in asiatischen Ländern zum Beispiel, dürfen die Stupas, habe ich dort erfahren, die dürfen nicht einfach jetzt abgebaut werden, wenn die halt dann irgendwie nicht mehr gebraucht werden oder baufällig sind, also Leute weggezogen sind. Nein, man lässt sie verfallen oder nimmt auch die Figürchen und tut sie auf einen Figürchenfriedhof. Denn es ist ja einmal geweiht worden und dann ist das nicht mehr zu gebrauchen, zum Beispiel für einen normalen Hausbau. Es muss also etwas damit gemacht werden. Einfach nur, ja, mein Gott, das geht nicht. Da wird dann irgendwie was drum rumgezogen und dann wird gesagt, Achtung, hier heilige Bereich bitte nicht verwenden. So gab es das Pendant halt bei der Freiwilligen Feuerwehr, die hat gesagt, der kann nicht einfach da liegen und vermodern, wenn man auch nicht mehr wusste, warum. Aber irgendwie hat einer gesagt, komm Jungs, wir machen das einfach so. Und dann wurde das zu Ende geführt und all diese Dinge, von denen wir ja nur noch 1% irgendwie haben, was einstmals lebte in Gemeinschaften, finden wir heute vor und wir geben uns keine Rechenschaft, wozu, denn dann könnten wir erstmals bemerken, es wurde mit Weisheit geschaffen und es fehlen 99%, wenn wir denn überhaupt erstmal ein Bild selber gewinnen, was die Avatar, was der Einzelne und die Gemeinschaft in der heutigen Weltenlage brauchen, damit er das bekommt und alle das bekommen, das nötig ist, um die Menschheitsentwicklung weiterzuführen. Es tut mir leid, ich halte diesen Ton, weil es braucht einen gewissen Schalldruck von innen, einen gewissen Druck. Ich bringe das Ganze nicht hinaus. Es ist ein äußerer Widerstand, auch da das zu sagen. Und es ist einfach eine gewaltige Fülle von Dingen, die ich jetzt spontan zusammenholen muss, meine Gedanken zusammenhalten. Aber jetzt komme ich zu dem Mädchen zurück. Wenn wir uns also nicht nur als irgendwie so eine biologische Entität auffassen, die halt dann irgendwie routinemäßig Schule machen, ja mein Gott, wie die Schule ist, ist ja wurscht, da muss halt irgendwas reingepfropft werden. Wir haben ja die ganzen Perspektiven nicht, von wegen, heute müssen wir selber die Sterne vom Himmel holen, da darf es keinen Dirigenten mehr geben, die alte Gemeindestruktur darf es auch nicht mehr geben, es muss heute umgewandelt werden, dass nämlich verstanden wird, dass was heimatliche Bräuche waren, waren im Grunde nur eine Lehranstalt, so könnte man es machen, das Prinzip dahinter muss gegriffen werden, wie setze ich mich, fragt der Brauch, mit meiner jeweiligen Umgebung, auch in Bezug auf Menschen, in Bezug auf Nahrung, auf Klima, auf die Elementarwesen und die Geister vor Ort, auf die Flüche, auf das, auf all das, was dort schon war und was auch weitergeführt, erlöst werden möchte, neu gepflanzt werden möchte, auch an etwas, was in diesem Boden einfließt, an Spiritualität, dass das quasi nur Vorübungen waren. Heute muss das Prinzip gegriffen werden, damit der frei werdende Mensch dann überall auf der Welt seine Heimat finden kann, dort, wo ihn das Leben hinsetzt, dort, wo er wirklich gebraucht wird und dass er diese Fähigkeit auch anderen Völkern lehren kann, die vollkommen aus ihren Zusammenhängen rausgerissen sind und überhaupt nicht mehr wissen, schon auch gar keine Vorbilder mehr von alten Bräuchen haben, um zu wissen, wie sollen sie es denn jetzt eigentlich machen? Was soll ich hier denn unten? Und da braucht es welche, die nach dichter Denkerart das jetzt so aufgreifen, wie gesagt, Mutter Erde, habe ich jetzt bitte nochmal zurückspulen, und oben freiheitlich jetzt selber in das Gespräch mit den Göttern gehen, was wir Wissenschaft nennen. Und dann können diese beiden das mütterliche Heimatprinzip, kann dann
dass hier ganz besonders jetzt als Dichter, mütterliche Dichterkraft mit Imagination, auf die jetzt zu sprechen kommen, gepflegt wird und auf der anderen Seite dann das inspirierte wirkliche Denkersein, die beiden, also Mann und Denkersein, auch mit der Standhaftigkeit, die können jetzt dann in ein Gespräch gehen. Dazu ist ein liebendes Verhältnis zwischen den Geschlechtern notwendig, auch wenn ich bezweifle, dass heute die Ein-Ehe, die lebenslange Ein-Ehe noch das Modell ist, das uns irgendwie weiterhilft. Aber nicht dann ins andere Extrem fallen und dass jeder mit jedem promiskuitiv dann irgendwie das halbe Dorf dann irgendwie mal sich gegenseitig vernascht hat, das kann irgendwie auch nicht die Lösung sein. So, also diese Fucker, diese Ficker dieser Welt, du erinnerst dich vielleicht, falls du noch die ersten Videos gesehen hast, mit Tanja, wo dann heute das zum Credo, jawohl, ich ficke den ganzen Tag. Na, so wird es ja dann heute so propagiert, so sprechen die Kerle selber, wenn sie dann nach Thailand und auf die Philippinen und wohin auch immer fahren. Und dann die ganzen Mädels, die im Grunde ja nur, weil sie einfach nichts zum Leben haben, ihre Haut verkaufen müssen. Und die werden alle vernascht und dann hat man das Gefühl, hey, ich hatte richtig Spaß im Urlaub. Null Empfindung für irgendwelche Konsequenzen, das ist eben der heute gezüchtete rohe Kerl. Und selbst die Mädels, die Weiber hierzulande finden nichts dabei. Die sagen dann, was mischst du dich ein, Thomas Christian Niebel? Und versuchst diesen Menschen sein Ich wiederzugeben, der Tanja, also das höhere Selbst wieder mit dem Leib zu vereinigen, die ja getrennt worden waren, um das hier an dieser Stelle auch mal auszusprechen, durch schwarzmagische Eingriffe, durch Prügel, durch Folter, war ganz klar eine Trennung stattgefunden und ich bin rüber, um mein Möglichstes zu tun, damit hier wieder etwas zusammengeführt werden kann, damit der großartige Mensch Tanja, der er vorher war, wieder in Erscheinung treten kann und nicht sein Avatar dann eben den Fackern dieser Welt preisgegeben wird. Aber da ist ja selbst heute, sind so viele Frauenmenschen nicht, haben nicht reifen dürfen, sondern sind selber Fickerinnen, die dann irgendwie sagen, was mischst du dich ein, lass sie doch weiter Schwänze lutschen. Wenn man sie darauf anspricht, ganz konkret den Begriff anspricht, dann zucken sie zurück vor meiner männlichen Macht und Kraft. Willst du etwa sagen das? Und dann zeigt sich auch dieses heillose, selbstbezogene, völlig gedankenferne Begriffsunschärfe, die das ist. Und dieselbe Begriffsunschärfe, die treffe ich heute im Umfeld dieses jungen Mädchens an, wo die Leute dann irgendwie sich dann zwar tratschen und empören und wie kann der Vater nur und so weiter und das Mädel, ja das Arme, das sollte doch mal, aber wer ist denn heute, Eingangsfrage, eigentlich dafür zuständig, um zu verhindern, dass sie dann auch eine Tanja wird, die dann höchst unglücklich wird, die dann auch ihr Muttersein nicht erfüllen kann. Die wird Kinder bekommen, wahrscheinlich früher oder später, mir eher früh als spät. Diese Kinder haben auch wieder keine Zukunft. Wer ist denn eigentlich verantwortlich dafür, diese Schicksale zu lenken? Ja nun, das sind zunehmend weniger irgendwelche Engel und irgendein obskurer Kosmos. Das sind wir. Wir, die jetzt als Zeugen drumherum stehen, sind aufgerufen, uns klarzumachen, wir sind Zeugen. Und wir sind das, was früher die Gemeinschaft war, nur, dass es jetzt in dieser Gemeinschaft keine Räte mehr gibt, dass es zum Beispiel keine Mütterbünde mehr gibt, wo es immer aus, ich glaube, es war immer so, was ich schon mal erzählt habe, Heidemarie in Berlin sei mir ganz herzlich gegrüßt, wo es immer ein Triumvirat gab aus dem Nachzügler, der Enkelin, der aktuellen Mutter und der großen Mutter. Mindestens diese drei gingen an verschiedensten Orten immer miteinander ins Gespräch und bewegten das, was zu tun ist, weil die Entgleisung ja gefühlsmäßig wahrgenommen worden ist. Sie waren in sich aber auch schon so weit, dass sie einen Druiden in sich hatten oder sie hatten mit dem jeweiligen Männer, mit der Männerwelt, mit den Vertretern von da drüben, mit den Druiden, sind sie ins Gespräch gegangen und haben überlegt, was müsste geschehen, wo müsste zum Beispiel dieses junge Mädchen hinkommen oder wer müsste in dieses Umfeld zur Entlastung des Vaters als weibliches Element müsste dazukommen, in welche Umgebung auch vom Haus her, dass sie umhegt ist und keine geilen jungen oder mittelalten Männer da sind, die sie in den Wald locken. Was müsste geschehen, damit dieser junge Mensch auf seinen Weg finden kann? In ein Milieu, in dem er gedeihen kann, wo ihm die Menschen, die Bücher, die Kampfkunsttraditionen, der Volkstanz, also was ist nötig aus all dem, was wir heute insgesamt zur Verfügung haben, damit dieser Kuchen gelingt, wenn wir mal wieder an den Kuchen denken, der auch ein bisschen komplizierter ist, oder das Roggenbrot im Ofen, was ist zu tun?
Was wäre, wenn ich jetzt mein Leben Revue passieren lasse? Ich weiß jetzt nun, wie mein Leben geworden ist. Ich glaube, ich habe das Nötige bekommen, zum Beispiel damals durch diesen wundervollen Menschen Raut, der mich auf den Weg brachte zu Elisabeth Heich, unter anderem, der mir Welten eröffnet hat, einfach nur durch seine wunderbare Fürsorge, durch mich an französischem Honig hat schnuppern lassen, die gesagt hat, hey, und der Thomas kommt, der hat irgendwie dafür gesorgt, dass auch deine Freundschaft, die Freundschaft der Blütes mit ihrem Sohn Thorsten, so kam ich dann zum Segelflug, so kam ich nach Südfrankreich, so kam ich dann, habe ich später noch mein Segelflugschein selber dort gemacht, habe dort wiederum interessante Leute kennengelernt, also es haben Dinge stattgefunden und Menschen sind in mein Leben getreten. Dann noch durch Fügungen habe ich in Lüneburg dann ein Buch gefunden und so weiter. Es waren natürlich auch Dinge, die von außerirdisch quasi kamen oder wo da mal ein Elementarwesen, eine Fee, ein Buch aufgeschlagen hat an der richtigen Stelle. Also Menschen, Umstände, Zufälle, die sogenannten, sind geschehen, damit mir das zuteil wurde, um die Schäden auch auszugleichen, die Defizite auszugleichen, um mich auf meinen Weg zu bringen. Es ist gelungen. Zunehmend natürlich auch ich selber, der sich vielleicht, aber das ist wirklich nur ganz, ganz wenig, der sich selber gefragt hat, was bräuchte ich denn, aber mehr oder weniger eine auch dann aus mir irgendwie vom Hören selbst vielleicht kommende Weisheit, Stimmen auch der Ahnen, die mitgearbeitet haben, ein unglaubliches Kollegium an lebenden Menschen, verstorbenen, also entkörperten Menschen, Wesenheiten, was dann wie Zufälle erscheint, haben mitgearbeitet, damit ich heute aber trotzdem der geworden bin, der ich geworden bin. Und ich glaube, das ist gar nicht das Schlechteste. Ich weiß, was es im Rückblick brauchte. Indem jeder sein Leben betrachtet, könnte er in eine Runde, in eine Bibliothek, die wir schaffen, in einem Wissensschatz, könnte er einbringen, wie denn sein Leben geworden ist, und dann werden wir sehen, welche unendlichen Möglichkeiten des Eingreifens, also männlich Eingreifens, du kommst jetzt von der Schule weg und machst das und das und du kriegst die Kohle und du gehst da nicht mehr hin, aber dafür schicke ich dich nach Japan, so. Oder auch des Weiblichen im Hintergrund mehr die Fäden ziehen, du erinnerst dich an das, was Frauenmenschen heute zum Unheil der Dinge eigentlich häufig anrichten, dass sie diese Fähigkeit einmal nutzen werden, um so ganz von hinten, ganz zart, ein Milieu zu gestalten, auch einfach nur Anregungen geben, mal fragen den Herren, du erinnerst dich an das Beispiel, der in die Bäckerei kommt, aus eher so einer Intuition, also mit Bilder in der Seele, wo auch wo auch Gesänge dazu gehören, dass man dann den Bewegungsmenschen lockert, auch auf meinen Weg auch gerne indianischer Gesänge und alles tut, um sich in die meditativen, hellsichtigen Zustände zu versetzen oder so schlafeshellsichtig, also imaginativen Zustände zu versetzen, die es braucht, um dann mit den ganzen Ideen, die wir da miteinander gewinnen, um dann damit zu spielen, und zwar auf der Grundlage konkreter Beobachtungen. Ich habe dieses junge Mädchen. Was kann ich denn da wahrnehmen? Und da ist es häufig eine Geste, die sie macht, die, wenn man die künstlerisch weiterführt, also wie man einen Lebensweg weiterführt, wie man eine Melodie ba 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 oder andersrum, kann auch anders werden, wie man das weiterführt aus etwas, das in den Dingen liegt, das in der Geste schon liegt, dass man geheimnisvoll nach einer Fortführung gewissermaßen verlangt, so wie wir nach Fortsetzungen von Serien verlangen und ja schon gewissermaßen ein inneres Bild davon haben, auch einen Wunsch, der ist auch ganz wichtig an der Stelle, das ewige Wünschen des Weibes wäre an dieser Stelle wichtig, es kann als Urkraft genutzt werden, der Wunsch, es möge weitergehen und dann auch so eine gewisse Vorliebe für da werden dann die Sympathien gebraucht, um das, was wir schon sehen, was geworden ist, diesen Faden, diese Fäden, die schon gewebt worden sind, um die jetzt weiter zu spinnen, die Melodie, die Lebensmelodie, die Geste, die Aufrichtung, das Interesse in diesem jungen Menschen, um das so weiter zu spinnen, auch einen Wunsch zu haben, die Richtung zu erahnen und da heraus dann die Umstände so zu gestalten, dass dann dem jungen Menschen das werden kann. Auf der Grundlage konkreter Beobachtungen,
alleine, also die man alleine macht, die man zusammenträgt mit den anderen, die nur tratschen und sich und den Maulaffen feil halten und sich das Maul zerreißen in aller Regel, aber nichts tun, die dann hinterher dann schöne Tränchen weinen, ist ja auch eine Aktion, wenn man sagt, ach, jetzt wurde sie zu Tode gebracht, weil sie drei Kerle haben sie zu Tode vergewaltigt. Ach, wie traurig ist das denn? Jetzt hat sie Selbstmord gemacht, jetzt ist sie im Heroin gelandet. Ach, jetzt ist sie schwanger geworden von einem so und so und der schlägt sie den ganzen Tag. Ach, wie traurig ist das denn? Und all diese Ach und Oh und Weh, die werden jetzt überleitet in eine musikalische Tätigkeit. Oh, oh. Große Mutter, zeig mir, aufgrund konkreter Beobachtungen, was siehst du denn, Susanne, Brigitte, Heidemarie? Ja, ich habe das gesehen, das gesehen, das gesehen, das gesehen, ba, 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 entsteht ein Resonanzraum, wo eine kymatische Klangfigur entsteht, wenn die Weiber nur in richtiger Weise zusammenspielen. Und der Mann den Paukenschlag macht. Verstehst du jetzt, ich habe eine Gänsehaut, wenn ich es mache, verstehst du, was ich so ein bisschen meine? Bilder, die heute gebannt worden sind, also bei uns im Kindergarten, da sprechen wir auf Augenhöhe. Falsch. Wir sprechen nicht auf Augenhöhe, weil Augenhöhe ist das andere Prinzip. Das macht man im Kollegium hier, da, wo man sich hinstellt und wo man sich männlich in die Augen blickt. Dort spricht man auf mütterisch. Das heißt, man begibt sich, jeder begibt sich in diese Art von Beratung, die hier gemeint ist, in diese Ebene. Denken wir an Herrn der Ringe. Wir haben all diese Bilder, wo man andächtig, vielleicht so ein bisschen schlaftrunken, selbstvergessen, wo der Frodo an diese Schale herantritt, da mit dieser Elbe, der Waldelbe da im Hintergrund, die ihn dann so beobachtet, auch ein bisschen begierig, was er denn sehen möge. Und wo ihm so fast die Sinne schwinden und er dann dort traumartig dort Bilder über die Zukunft sieht. Traumartig, vegetativ, Schlafesphäre, aus dieser Fähigkeit des Frauenmenschen, diese Gesten mitzugehen, wenn sie es denn tut. Die Gesten des kleinen, des jungen, heranwachsenden Mädchens, auch das Heranwachsen, wie waren denn diese Phasen? Wie war denn diese Wandlung von dem Kind zur jungen Frau? Wer kam da ins Leben? Was atmet da? Welches Schauspiel, die wir in Serien bei Netflix gezeigt bekommen, wie möchte diese Dramaturgie denn weitergehen? Da brauchen wir Schriftsteller, wir brauchen Dramaturgen, wir brauchen Künstler, Maler, wir brauchen Sänger, wir brauchen Dichter, alle mit dem Vermögen, wo auf verschiedenste Art und Weise an dem Gleichen gearbeitet wird. Wie möchte sich das nach den innewohnenden Gesetzen einer Dramaturgie, einer Choreografie, sich aus sich heraus, aus seiner Eigendynamik heraus weiterentwickeln und welche Punkte, Kontrapunkte zum Beispiel, müssen in die Handlung gesetzt werden, dass zum Beispiel jemand sterben muss. Das ist so in den Filmen. Das wäre ja einfach zu langweilig, wenn dann nicht zum Beispiel bei diesen Gefährten dann auch der Gandalf in den Abgrund stürzt, plötzlich nicht mehr da ist, eine große Leere. Er stürzt hier hinunter, um dann aber von hier plötzlich als Gandalf, als weißer Gandalf wieder zu erscheinen. Wenn wir das Mittel nutzen, gerade beschrieben, werden sich uns Visionen ergeben, nicht auf Augen, sondern auf Bauchhöhe sozusagen, in einem Kreis, wo keiner seine Imagination über die der anderen stellen möchte. Das wäre die hierarchische Ebene auf der anderen Seite, da kommen wir noch drauf, nicht heute. Sondern wo wir wie Frauen das so sind, wie bei höher ho, ne, so im Kreis und schwingen hin und her. Wir denken an Aufbruch nach Pandora, wo es gezeigt wird, was in Lemurien geübt wurde, wo wir unter dem Mutterbaum sitzen, Gesänge machen, hey ho, hey ho, hey ho, ho, vokalisch, Luft, Bewegung, Rausch im Kreis, lemniskatisch bewegen, miteinander, deshalb hat man das früher gemacht. Und dann kommen aus mütterlichen Tiefen, die früher die Pythia bewacht hat, die Sibylla von Kume, so, da kommen aus diesen Tiefen, können den Menschen Bilder kommen und deren Bild und die werden dann kunstvoll gestaltet, auch über eine Nacht, wie ein Teig, lässt man sie gehen, bespricht sie nochmal und dann versucht man auf Grundlage dieser Bilder,
nach dem, was schon real vorhanden ist in den eigenen Umgebungen. Dann sagte eine, ich kenne jemanden, der hat ein Boot, hat einen Cousin und der hat eine Möglichkeit, der hat und so weiter. Jeder holt das, das ist die wahre Familienaufstellung, jeder holt das, was das Bild, diese Bilder, die geworden sind, auch die in jedem Einzelnen vor seinem Hintergrund leben, geht er mit sich zu Rate, was denn aus seiner Welt, aus den Menschen, die er kennt, zu denen er eine Beziehung hat, das Schlauchboot in der Garage, mein Ferienhäuschen in der Toskana, mein Sparbuch, mein so und so. Das hole ich mal hoch und erwäge und bringe es in die Runde, so wie man eben Weihrauch, Myrrhe und Gold bringt und sagt, Leute, es könnte, noch im Konjunktiv, hier könnte das werden von meiner Seite. Der andere fühlt sich angeregt, geht in die so verstandene, wahrhaftige Resonanz. Ich sage es heute, glaube ich, zum 6. Mal, wahrhaftig. So, ist aber egal, ich habe es schon oft gesagt. Sagte, oh, das inspiriert mich dazu, wie wäre es denn? Und ein Plan nimmt Gestalt an, aber auf Grundlage dessen, was jedem dieser Menschen direkt oder indirekt, ich kenne jemanden, der jemanden kennt, nehmen Möglichkeiten Gestalt an, im Gespräch mit dem Hören selbst dieses jungen Mädchens, Dankeschön, liebe Raffaela, das muss man einbeziehen und fragen, was wäre für dich das Richtige, bietet es diesem und seinem Engel da und sagt, wäre es das, wäre von hier, was wir hier haben, etwas, das du brauchen kannst, um deinen Lebensplan zu erfüllen, den Avatar in Ordnung zu bringen, die Beziehung zur Heimat, die Beziehung zu den Sternen, wäre das da etwas dabei? Und dann, wo wir heute nur pendeln, oftmals auch von egoistischen Wünschen nur geleitet, werden wir diese feinfühligen Methoden anwenden, um dann doch nach und nach eine sich verdichtende Gewissheit zu empfinden, ja, ich werde mal den Anruf tätigen und gebe es dann in das Feld. Nicht ich zwinge, sondern ich dann die Wege will ich jetzt nicht auch noch beschreiben. Wer diesen Vater anspricht oder wen man in die Umgebung des Mädchens holt, dass sie plötzlich in der Lotterie gewinnt oder, sag ich mal, in einem Preisausschreiben, du hast in einem Jugendlager in Georgien. So, und sie, wow, Wahnsinn. Wird sie sagen, wenn in ihr jemand schon darauf wartet, wird sie sagen, wow, das ist ja ganz toll. Und so wird dieser Mensch behütet werden können vor dieser Gefahr, die droht. Dann dort wird sie auch eine Liebe zu den Trachten entwickeln und die sagen, oh, komm mal her, wie die Mädels das untereinander machen. Und dann wird sie sagen, oh ja, klar. Und die anderen sagen, Kicher, die hat ja gar nichts an. Die hat ja gar nichts an, ne? Die werden sich dann dort, weil da dort vielleicht eine Umgebung ist, und dann wird sie dann plötzlich sich wiederfinden in einer Tracht. Und da findet sie sich auf einmal wunderschön. Also dort, wo dann die nicht gereifte Tochter der Göttin, die zum Schlampenhaften neigt, dann ihre Früchte da quasi mit ihren Früchten dann irgendwie die jungen Kerle zu locken, ohne irgendein Bewusstsein, auf das sie in ihren kostbaren Wässern mal planschen dürfen, die Kerle, sprich sie mal richtig schön, ne, und so weiter. Also in ihren kostbaren Wässern baden, das ist ja eigentlich gemeint, mit den jungen, mit den heranwachsenden Tochtern der Göttin und nicht das dann irgendwie halt dann, ne, das andere. Und so wird auf zauberhaftem Umwiegen, das können gerade die Frauenmenschen sehr gut, wenn sie denn mal das, was schon veranlagt ist, weiterführen, auch mit Begriffsbildung, Bewusstseinsbildung, Methodenvergleich und all das, werden sie in die Lage kommen, dann das Richtige zur Gestaltung des Lebens vorzunehmen, auch natürlich mehrdimensional, sodass auch der Vater einbezogen ist, der ist ja genauso gestrandet, auch dann irgendjemand muss sich dann um die andere Frau mal kümmern, aber in der gerade beschriebenen, respektvollen Korrespondenz mit dem höheren Ich, aber auch mit den Familienengeln, die auch miteinander reden müssen. Und so werden wir langsam alle miteinander einbeziehen, ein Gespür entwickeln, eine künstlerische Begabung entwickeln, die ihresgleichen suchen wird, die auf der Höhe einer Symphonie, wie Gustav Mahler sie in die Welt brachte, oder die Musik von Händel oder die brandenburgischen Konzerte von Johann Sebastian Bach. Wir haben ja auf musikalisch-künstlerischem Gebiet
Höchstleistungen in die Welt bekommen und sie werden die Grundlage bilden, dass wir Sozialkünstler werden. Also noch einmal, die, die jetzt da rumstehen und im Grunde darauf warten, dass die alten Autoritäten, also die Feuerwehr, die Zünfte, die Müttergemeinschaften mit ihren Seilschaften, mit ihren Strippen, die immer veranlagt waren, durch die Länder hindurch, sodass man mal kurz dann irgendwie eine Brieftaube geschickt hat, meinetwegen über hunderte von Kilometern in ein anderes Gemeinwesen zum dortigen Vogt oder der Freifrau so und so, du, ich habe hier ein liebes Menschenkind, würdest du es in deine Obhut nehmen? Schon fand sich dann dieses Menschenkind, dieses junge Mädchen zum Beispiel, bekam eine Einladung aus dem Reiche der Königin von Saba oder nimm was du willst oder Schlesien oder Breslau und durfte dort dann eben ein bestimmtes Fest besuchen und fand sich in einer Umgebung wieder. So wurde das früher gemacht, aber von institutionell wirkenden Menschen in ihren Institutionen. Aber weil die alle verschwunden sind, stehen wir heute nackt da. Wir sind nur noch das einfache Volk und tratschen. Und es ist ja niemand mehr da, der diesen Tratsch hört und dann mitnimmt in die Müttergemeinschaften oder in die Vätergemeinschaften, in die entsprechenden Räte und Institutionen, die immer da waren, vielleicht ein bisschen schematischer, im Zeitalter vor dem des Individuums. Und diese müssen wir heute aus uns heraus, müssen wir wieder Organe schaffen, die auch in dieser Weise organisch wirken, künstlerisch. Was wir heute haben, sind Ämter. Ämter mit einseitig und damit falsch männlichen Strukturen, die in dem lebensfernen Männlichen, der Mann kann nichts dafür, das Männliche muss befruchtet werden vom Weiblichen, aber dafür muss es im Gespräch sein mit dem Weiblichen. Das Gespräch ist weitestgehend erstorben. Die ficken nur noch auf allen Ebenen, das Männliche und das Weibliche, oder hassen sich, lehnen einander ab. Also es ist heute eben einseitig so, und was, sage ich mal, das Verständnis, und damit ende ich auch, das Verständnis, das heute gewachsen ist, es nennt sich zwar Amt für oder Familienfürsorge, so nennt es sich so, aber nicht umsonst gibt es diese ganzen Menschenhändlerringe, die daran direkt angeschlossen sind. Also im Grunde ist ja das Jugendamt in vielen Fällen, nicht in allen sicherlich, eine Rekrutierungsstelle für Frischfleisch. Und wir wissen das ja alle, dass da Staatsanwalten verstrickt sind, aber der Grund dafür ist, dass die Fürsorge mit einem marktwirtschaftlichen Denken, das einseitig auch in unserer gesamten Gesellschaft dominiert, weil das Weibliche irgendwo abgedriftet ist, ne? In Konsumträume und in, ach, das war jetzt kein Zufall, nicht wahr? Was war es denn, wenn es kein Zufall war? Was es war, habe ich heute versucht, zumindest anfänglich zu skizzieren, dennoch 20 Mal umfangreicher, als du es irgendwo lesen oder hören wirst. Also habe ich es mal gut gemacht, kann wenigstens ich mir auf die Schulter klopfen, wenn es schon kein anderer tut, dann darf man sich auch selber mal lieb haben. Okay, kleiner Scherz muss sein, eine Klage natürlich geführt und eine Aufforderung, bitte kommt zu mir, sprecht mit mir, kommt auf mich zu, seid nicht so eitel, also feige auf der einen Seite, befangen, ich habe so Angst, und Thomas, mein Gott, hab mal ein paar Eier, komm auf mich zu, ich beiß doch nicht. So, ich bin ein ganz toller Mensch, ein ganz toller Typ, sehr humorvoll. Bitte mal gerne Raffaele eigenes Video machen, ob man mit mir irgendwie es 4 Tage lang aushalten kann. Ich glaube schon. Kommt auf mich zu, habt den Mut, lasst uns gemeinsam arbeiten, weil ich kann ja nicht mehr als mit meiner Begnadung einfach mal diese Dinge so ein bisschen runterzerren in eine greifbare Sphäre, dass wir merken, ach, dafür haben wir die ganzen Fähigkeiten als Mann und als Frau. Dafür waren sie gedacht. Wir sind richtig gut. Wir haben richtig dolles Rüstzeug mitbekommen, damit wir den Avatar 8.0 jetzt endlich mal bilden können und natürlich die aus ihm hervorgehende Gesellschaft. Es ist sehr wichtig, dass wir, um das Motiv des negativen und positiven Bildes noch einmal als wirklichen Abschluss, mir fällt immer noch was ein, Entschuldigung, als wirklichen Abschluss hier hinzustellen. Es ist sehr wichtig, dass wir aus der Anklage herauskommen. Also die einen Menschen machen sich ihr Leben lang keine Gedanken, was ist denn der Sinn
Was muss denn in so einem Organismus gemacht werden? Der produziert ja unter anderem Gold. Das wusstest du ja, ne? Dass unser Organismus Gold produziert. Und er produziert auch andere Dinge, die wir nicht kennen, die für die Engel zum Beispiel von Bedeutung sind. Die für andere Wesen, für die Pflanzen in chemisch nicht bekannter oder in der Nomenklatur nicht vorkommenden Weise für andere von höchster Bedeutung sind. Also wie Gold und ich glaube auch Platin und Titan produzieren wir. Mindestens diese drei. Ganz nebenbei. Also wir sind nicht nur so, ne, so. Also wozu ist eine Gesellschaft überhaupt da? Da gibt es einen Weltenplan und dies und Flüche müssen erlöst werden. Also das ganze komplizierte Setting, das ich in diesem und im letzten Video besonders mal vor euch entfaltet habe. Sodass der Menschheitsfortschritt gewährleistet werden kann, aber auch der individuelle Fortschritt. Beides. Darüber machen sich die normalen Menschen, werden sich auch ihr ganzes Leben lang nie Gedanken machen. Sie nehmen einfach dann das an, wenn ich ein Problem habe, wenn es brennt, ja, wo rufe ich denn an? Ah, wo rufe ich denn dann an? Also 112, dann kommt dann irgendwer. Wer das ist, warum der da ist, wer den schult und nach welchen Kriterien die vorgehen, auch die Polizei oder das Jugendamt oder das Arbeitsamt oder dann das Ministerium für sonst irgendwas oder das Militär, wozu, wieso, warum, weshalb, darüber macht sich der normale Mensch nie Gedanken. Er nimmt es einfach als gegeben hin. Andere Menschen beginnen sich Gedanken zu machen und so ein bisschen an Rädchen zu schrauben, indem sie in die Politik gehen oder sich irgendwie lokal im Gemeinderat, wie auch immer, engagieren, wird zu nichts führen. Und ein paar wenige machen sich im Rahmen der sozialen Dreigliederung Gedanken, aber auch sie stoßen nur bis zu diesem männlich-formalen Punkt vor. Aber zu der Frage, wer ist denn eigentlich zum Beispiel für den Thomas Christian verantwortlich? Wo ich sagen würde, ja, alle wir, die wir es wissen. Das genau, vielleicht ist das der wichtige Abschluss. Jeder, der sich heute also mit anderen Worten den Abschluss gemacht, jeder, der sich heute fragt, wie soll die Gesellschaft werden, muss sich unbedingt damit konfrontieren, dass ich sage, wir müssen eine Zukunft anstreben, dass wir uns klar machen, wir haben auch die Organe dafür auch dann geschaffen, wenn neben mir der Mann seine Frau verprügelt oder auch die Frau den Mann emotional drangsaliert. Das gibt es ja genauso. Wenn das Kind hier, da droht hier Opfer von Missbrauch zu werden oder sich zur Prostituierten entwickelt, wenn überall Dinge unheil werden, wenn du davon erfährst, ist es von dir unterlassene Hilfeleistung. Sage dir, auch wenn das nicht deine Absicht war, so wie ich es auch mir sagen musste, unzählige Male in deinem Leben, wir hätten eigentlich schon längst diese Art von Gesellschaft haben müssen, unzählige Male in unserem Leben, ist jeder von uns, hat sich der unterlassenen Hilfeleistung schuldig gemacht, weil die heutigen Zeiten eigentlich schon es von uns fordern, dass jeder Mensch sich so zu dem anderen stellt, und dann es mitbekommt, bitte nochmal zurückgehen, was ich gesagt habe, das Mädchen, alle sehen es, mindestens 30, 40, 50 Leute, alle wissen Bescheid, aber keiner tut was. Die Frau geht fremd, alle wissen Bescheid, keiner tut was. Weil wir auch es nicht wissen, weil wir hilflos sind, die Organe nicht haben und diese Kunst nicht gelernt haben. Und ich habe zum Beispiel gerade ich habe zwei, ich werde sie nicht ausführen, vielleicht mal indirekt, ich habe zwei massive Beispiele persönlich erlebt, wo in Kreisen jene, die an dieser sozialen Dreigliederung arbeiten, wo ich eigentlich erwartet hätte, dass sie mit all dem, was sie über Rudolf Steiner wissen, über Michael, wo dann die Sprüche auch gesprochen werden, in großer, heiliger Manier, wo mit Sicherheit ich da in mir potenzielle Freifrauen, Freiherren vorfinde, wo ich auch an den Einzelmenschen sagen kann, ich finde den pfundig und die ganz toll, ich kann die Einzelmenschen lobpreisen. Aber sie haben sich gemeinschaftlich verschworen und ich habe drei, wenn ich mir Beispiele mache, noch mehr. Aus solchen Kreisen heraus habe ich drei schlagende, groteske Beispiele für das, was den Juden im Dritten Reich passiert ist. Das habe ich erlebt. Es ist den Menschen vollkommen unbewusst. Wir werden dort über Gruppendynamik reden. Und weil wir immer noch in diesem Zustand sind, ja, was geht mich das denn an? Ein schönes Beispiel war, ich darf es erzählen, die Raffaela, ihre Mutter kommt ins Krankenhaus eine Frau, die sie auch betreut hat,
Und sie weiß von dieser Frau, dass ihr immer wichtig war, ihre Schönheit, die sie auch gerne im Spiegel betrachtet hat. Es war ihr wichtig, halt so stolz aufzutreten und gepflegt, und dort plötzlich war sie in einem, nach einem Schlaganfall im gegenteiligen Zustand, in dem sich auch ein normaler Mensch nicht gerne im Spiegel betrachten möchte und schon gar nicht diese Frau. Das heißt, es würde diesem Menschen, das war vollkommen aus der es war ein sekundenstelles Begreifen, ich muss sie auch von der Stelle wegbewegen, wo das Krankenhauspersonal sie hingeschoben hatte im Flur, nämlich vor einen riesigen Spiegel. Wenn sie in diesem halbgelähmten, halb ohnmächtigen Zustand dann in diesen Spiegel gucken muss, das wird ihr den Rest geben, das wird ihr den Lebensmut rauben. Wer also hinterher, kein Mensch überdenkt überhaupt so, also ich fand das wunderbar, einen Menschen zu treffen, der überhaupt so denkt, der merkt, ja natürlich, die Umstände machen was mit diesem Mädchen dort und die machen was auch selbst mit einem erwachsenen Menschen. Wenn der nicht mehr im Vollbesitz seiner Kräfte ist, wer ist denn dafür verantwortlich, zum Beispiel zu erkennen, dass das jetzt für eine Heilprognose eine sehr ungünstige Situation ist, diesen Menschen vor dem Spiegel zu lassen und zu handeln? Wer ist denn dafür zuständig? Ja, das Krankenhaus, ja, die Verwaltung, ja, der Staat, ja, das Amt. Nein, du bist es, wir sind es. Mit den Intuitionen, die wir lernen zu bilden aus einer wachen Wahrnehmung und einer Liebe zu den jeweiligen Menschen. Dann hat sie das Bett einfach erstmal rumgedreht. Notmaßnahme, wunderbar. Hat aber möglicherweise dieser anderen Frau das Leben gerettet. Denn häufig ist es, und das habe ich ganz häufig, das habe ich eben, ja, häufig ist es so, und das habe ich im Rettungsdienst und an anderen Stellen erlebt, es braucht häufig nur so viel. Und einer lebt oder stirbt. Eine Woche, ohne dass im Krankenhaus und ein Lebensfunke erlischt. Und deshalb, aus solchen Untergründen heraus, sage ich euch immer wieder, bitte nehmt Anteil. Auch wenn ich hier stark auftrete, es ist eine Kraft, die wird mir auch geschenkt. Aber die Menschen kommen mir in einer Haltung entgegen, die ich euch ja gar nicht mal persönlich vorwerfe. Es ist einfach zum Gotterbarmen, dass ich in einer Zeit lebe, in der dieser Gedanke nicht in der Welt ist, nicht professionalisiert, gelehrt, institutionalisiert, auch in der Welt steht, sodass jeder sofort sieht, der Thomas Christian, er sieht oft müde aus. Was heißt das denn? Seine Stimme lässt nach. Was heißt das denn? Er sagt, ich habe nur noch ein paar tausend Euro und dann weiß ich nicht wohin. Ja, der hat Angst, der Kerl. Nur weil ich jetzt so sicher auftrete, bin ich doch auch ein Mensch, oder nicht? Ich brauche doch auch Liebe. Ich brauche doch auch einen Platz am Feuer. Und ich habe immer wieder gesagt, ihr wisst, wo dieser Platz ist. Jemand in euch. Aber ihr lasst mich einfach im Stich, weil ihr euch blenden lasst von einer Oberfläche dessen, der hier so gelehrig daherredet und der vielleicht dann einfach, nachdem die Traumtour beendet ist, tot zusammenbricht. Ich sage, ich weiß es nicht, ich sage es aber immer wieder, deute ich es auch an, dass diese Möglichkeit natürlich besteht. Vielleicht ist diese Intensität die der hell brennenden Flamme, die danach aber auch erlischt. Und wenn du diesen Schritt machst, mein lieber Mitmensch, dass du dich anders als jene, die mich dann ins Ausherz gemobbt haben, die sich einfach dann der Gruppenmeinung angeschlossen haben und mich mit der kalte Schulter gezeigt haben, die eine Ungerechtigkeiten haben im Raum stehen lassen, Verleumdungen, offensichtlichste Verleumdungen, die nichts getan haben, ja, ich hab doch nicht und ich wollte doch nicht diese billigen Ausreden, dass wir uns hier ermächtigen, in die Macht kommen und uns nicht blenden lassen von der Oberfläche meiner oder derer und so weiter. Und dann sagen kann, der sieht erwachsen aus und der hat einen Bart oder Brüste und sonst was. Aber jeder von uns ist doch auch natürlich in Zuständen, wo er nicht ganz Herr seiner Sinne ist. Wo er nicht Herr seines Lebensschiffes ist. Natürlich. Und wenn der Drogen nimmt, dann ist es natürlich nicht, natürlich in aller Regel nicht die Absicht, das höheren Ich. Wir kommen nicht auf die Erde heute nicht mehr. Wir haben das alles durch. Die Abgrundtiefen und diese Schicksale durchzumachen, bin ich relativ überzeugt. Wir brauchen den ganzen Drogenkram und so weiter heute nicht mehr. Ja, die Tanja hieß es dann ja wahrscheinlich wollte sie das mal durchmachen. Das ist heute, das kommt mir jetzt in die Sekunde, wo ich sage, das ist im Grunde vorbei. Wir haben es nicht mehr nötig, unser Leben zu vergeuden. Das sind ja 20 Jahre, die sind ruckzuck mal im Land, nur weil du dich mit dieser Scheißsucht irgendwie abplagst. Aber auch bei mir, als die Leute gemerkt haben, sie hätten es ja merken können, wenn sie gewollt hätten, aber sie haben sich erstens, sie hatten keine Lust hinzusehen, dass der Thomas immer mehr zum Alkohol kommt. Sie hatten keine Lust zu sehen, dass er immer weniger Freunde hat. Sie hatten einfach und haben gesagt, ja, das geht mich ja gar nichts an. Und wenn du was ändern willst, dann geh in die Politik.
Ja, leck mich am Arsch. Das sind die Dinge vom Widersacher, sage ich zum zweiten Mal gestern auch. Es muss einmal saftig ausgesprochen werden. Wir müssen auch diesen Reden, müssen wir einfach sagen, leckt uns doch einfach mal am Arsch. Wir müssen uns ermächtigen, um zu sagen, ja nein, ich bin doch Zeuge. Und wer soll denn handeln, wenn nicht ich? Wer soll denn den Betrug und die Verleumdung des Thomas Christian Liebl aufdecken? Die Ehrbeleidigung, die in den Gruppen stattfindet, wo dann eben mir einfach mal so ein ganz flottes Sprüchlein irgendwie hingeworfen wird in der Gruppe, in der Greifstor-Gruppe geschehen zigmal, dass eine unheilige Wirkung entfaltet und niemand steht auf für mich oder so gut wie niemand und steht auf und bricht für mich die berühmte männliche Lanze und verbietet dem anderen einfach verdammt nochmal das Maul und stopft es ihm, wenn nötig, und sagt raus, wenn nötig. Weil die anderen sich von diesem Gift, das da gestreut wird, natürlich irgendwie erstmal, ja, das mit der Homosexualität, habe ich ja erklärt, wie Overton-Fenster funktionieren. Und wer das nicht weiß und nicht erkennt und sich ermächtigt, der trägt dazu bei, dass am Ende der Thomas Christian Liebl Selbstmord macht. Ich bin nicht selbstmordgefährdet, aber natürlich kann man mich auch in Zustände treiben, wo ich natürlich dann einfach mich gottserbärmlich alleine und verlassen fühle von all den Menschen und Geschwistern, die dort sitzen und mir nie geschrieben haben. Und dann eben, und ich rede ja nur stellvertretend. Und in Raffaella durfte ich einen Menschen treffen, der mit einer unglaublich liebevollen Wachheit auch sich um Familienmitglieder kümmert und denen und auch wirklich Taten tut, in sie als einzelne Menschen so vielen Dingen vorbildhaft, so dass sie kleine Anstöße gibt, jetzt in ihrem Beruf oder so, das ist unglaublich vorbildhaft. Und deshalb möge aus dem, was ich jetzt dort durch sie, mit ihr, über sie und mit all den anderen Menschen, die es auch schon können, was da schon latent vorhanden ist und was hier nochmal an die Oberfläche des Bewusstseins gehoben wird, möge aus dem etwas jetzt Gestalt nehmen und ersprießen, dass wir das veranlagen, was wir heute dem Dämon Amt überlassen, der es ja auch nicht besser machen kann. Es kann nicht anders sein, als dass daraus dann Kinder- und Menschenhandel und Prostitution und die schlimmsten schwarzmagischen Dinge erwachsen. Es kann nicht anders sein, wenn auf der anderen Seite jene, die dazu berufen wären, im Tiefschlaf des Theodin bleiben, selbst wenn sie vom Thomas Christian wach geküsst werden wollen und sollen.